So. Normalerweise starten wir ja immer im Spiel, in den meisten Fällen ja wirklich im Kalendermenü, was allerdings heute nicht geht, weil ich ja beim letzten Mal quasi genau zwischen den Cutscenes aufgehört habe und dementsprechend müssen wir dann zusammen nochmal ins Spiel reingehen. Wir haben auf jeden Fall beim letzten Mal super viel gemacht. Wir haben zwar letzte Woche nicht streamen können, aber davor die Woche. Das hat natürlich den Cliffhanger nicht unbedingt besser gemacht, dann einfach mal 2 Wochen nicht zu streamen. Sorry. Aber auf jeden Fall hatten wir das Ritual der Erweckung. Zumindest sollten wir es eigentlich haben. Aber es ist nichts passiert. Wir haben uns auf diesen wunderschönen Thron da gesetzt, wo Sophis gerade drauf liegt und es ist absolut nichts passiert. Und ja, dann ist dafür alles passiert. Plötzlich hat sich herausgestellt, dass es sich beim Flammenkaiser um Edelgard handelt. Edelgard ist zur Kaiserin geworden. Sie hat der ganzen Welt den Krieg erklärt, ist auf Garrick Mark zumarschiert. Die Nerven lagen blank. Jeder war irgendwie, weiß ich nicht, total verstört. Dimitris Psyche ist komplett zusammengeknackst. War vorbei. Er hat alles und jeden gehasst. Ja, dann hatten wir die Schlacht um Garrick Mark. Da war Hubert war da, der Death Knight war da, alle, die man so zu einer Party einlädt normalerweise, nicht. Und ja, letztendlich ist es so, Rhea hat sich in einen Drachen verwandelt, das kam auch so ganz nebenbei noch mit dazu, das war aber noch das unspektakulärste von all den Dingen. Und unterm Strich ist Byleth gestorben, Fragezeichen, sieht zumindest sehr stark danach aus und ja, das ist so der Stand der Dinge. Und ich bin mir nicht sicher, ob mein Herz für das bereit ist, was heute kommt, ehrlich gesagt. Aber da muss ich jetzt durch. Und wir gucken mal, was uns jetzt nach unserem, naja, wortwörtlichen und metaphorischen Absturz erwartet. Ich bin gespannt und habe Angst, weil eigentlich sollten wir ja tot sein. Part 2. Azure Moon. Ethereal Moon. Reunion at Dawn. It is Imperial Year 1185. Nearly 5 years have passed since the fall of the monastery at Garrick Mach, and war continues to plague the lands of Fodlan. Ferdiad has been captured. The Holy Kingdom of Fargus is in shambles. The Lester Alliance is on the verge of collapse, fractured by two opposing factions, those who support the Adrestian Empire and its ruler, and those who seek her demise. Meanwhile, under Emperor Edelgard's rule of law, the Adrestian Empire continues to expand its reach. The path to a new Fodlan, unified by Imperial strength, may yet be in sight. Die Ereignisse überschlagen sich, würde ich behaupten. Also das ist auch so ein Punkt im Spiel, wo ich mich tatsächlich sehr lange darauf gefreut habe, gerade weil ich immer drum herumtänzeln musste, dass es einen Timeskip gibt. Weil das ist so die eine Sache, die gefühlt irgendwann jeder über Free Houses wusste, dass es da einen Zeitsprung gibt. Und ich konnte es ja nie sagen. Also ich habe mir so oft Dinge gedacht, so, oh, wenn dann der Zeitsprung kommt und dann so, nee, kannst du nicht bringen. Genau wie das mit Edelgard und dem Flame Emperor. Da musste man sich dann schon immer so ein bisschen auf die Zunge beißen. Aber ich weiß, dass ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Da wusste ich das ja noch nicht. Und ja, alles, was wir im letzten Stream hatten, war dann schon total aufregend, weil ja vorher eigentlich alles recht entspannt war. Und dann plötzlich, ja, Adrestia hat quasi alles erobert. Das Königreich von Dimitri gibt's nicht mehr. Die Alliance von Claude ist auch irgendwie am Rande der Vernichtung. 5 Jahre sind vergangen. Ne? Es ist so der Punkt, wo du dir denkst, okay, jetzt will ich aber auch weiterspielen. Jetzt will ich wissen, was zur Hölle ist hier los und wie geht's weiter. Und das ist ja auch der Punkt, wo die Routen sehr unterschiedlich werden, logischerweise. Deswegen, ja, habe ich mich da auch die ganze Zeit drüber gefreut, wenn wir dann endlich an dem Punkt sind, wo Jan und ich komplett unterschiedliche Sachen spielen. Ja. Mal gucken. Your body is awake. Your eyes must open now, and you must find the strength to stand upon those legs of yours. Like so much rain,
A pool of blood has fallen to the ground. As spears and arrows pierce the earth, it weeps. And even now, it weeps. In order to survive, they kill. And so the people of this world are lost in an abyss of suffering. They weep as well. The only one who truly knows the nature of such things is I. Or rather, you. Aber schön, dass wir hier Sophis Stimme hören, weil eigentlich haben wir die ja nicht mehr gehört seit der Vereinigung. Aber kann ich noch 5 Minuten schlafen? You are a complete and utter fool. Have you not changed one bit? Get on your feet. Right now. I'll coddle you no more. You are just like a child, always needing me to hold your hand. Hey, are you awake? Wo zur Hölle bin ich? We're in a village at the base of the monastery. What are you doing in a place like this? I honestly didn't expect to find someone floating away down the river. Garrick Mach is upstream of here, but that place was abandoned. Wir haben ganz schön lange geschlafen. Und zu dem, was gerade im Chat steht, das war für mich auch so ein Punkt, der ein bisschen anstrengend war, dass du, glaube ich, erst 11 oder 12 Kapitel spielen musst, bis eben der Punkt kommt, wo die Routen auseinandergehen. Weil wenn du das Spiel 3 oder vielleicht auch 4 Mal durchspielen möchtest, wenn du halt wirklich alle Routen haben willst, ne? Dauert, sag ich mal. Also 2 Mal habe ich es ja gemacht, das fand ich auch noch okay, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch ein 3. oder 4. Mal gespielt hätte hintereinander, wäre es irgendwann noch anstrengend geworden. Deswegen ist es schon vielleicht nicht so ideal gemacht, da stimme ich zu. Huh? You don't know? The Church of Saros isn't there anymore. Though there have been some folks still living there in the 5 years since... Well, you know. Anyway, I've heard some thieves have been spotted around those parts these days. Welches Jahr haben wir? Are you feeling all right? You didn't hit your head or anything, did you? It's the ethereal moon of the year 1185. It's been nearly 5 years since the monastery fell. Tomorrow was supposed to be the Millennium Festival, but who's got time to think about things like that? Stimmt. Das ist übrigens auch super witzig. Es gab so viele Anspielungen im Hauptspiel auf diesen 5-Jahres-Timeskip. Erinnert euch an den Ball, wo wir dann das Versprechen gemacht haben, mit unseren Klassenkameraden uns in 5 Jahren wiederzutreffen am Kloster, wenn eben diese 1000-Jahr-Feier stattfindet. Oder auch, ist jetzt nicht auf meiner Route gewesen, aber super witzig, dass beispielsweise Claude gesagt hat zu seinem Großvater oder über seinen Großvater, ja, ich denke mal, so 5 Jahre macht er noch. Also diese 5 ist tatsächlich sehr oft im Hauptspiel mal gefallen, wo ich mir jetzt rückblickend denke, ja, ich sehe, was das werden sollte. Yeah, that's what I said. But with the war and the Archbishop still missing and all, I doubt there's a soul to be found who has enough blessings worth counting. Hey, slow down, will ya? Where do you think you're going? Zum Kloster. Are you crazy? I told you. They say thieves are running amok up there. And there's plenty of other dangers, too. I heard a rumor that Imperial troops went up there to investigate and got slaughtered. Every last one. Come on, I promise I won't say you're a coward. Just forget about going anywhere near the monastery. You just remember, I tried to stop you. Got it? It's not on my conscience if you wind up dead. Meine Studenten erwarten mich. Ich glaube, dann ist der arme Junge nur noch mehr verwirrt. Nee, brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen, das passt schon. Unbelievable. Ich meine, fairerweise, er ist zu Recht sehr verwirrt. Das sind wir aber natürlich auch.
known that one day you would be haunting me as well. Boy. You. What must I do to be rid of you? Ihr müsst euch vorstellen, meine erste Route war damals Blue Lions, weil ich offensichtlicherweise ein sehr großer Dimitri-Fan bin. Und ich war emotional nicht auf das vorbereitet, was kurz vor dem Timeskip und jetzt auch nach dem Timeskip passiert. Ich habe mich sehr erschrocken. Ich meine, er sieht sehr badass aus, I guess. Schon. Aber ich meine, wenn man sich Dimitri vorher anguckt, der war ja schon glatt geleckt, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ist schon ein kleiner Unterschied, ne? Und ich war nur so, was ist mit dir passiert? Kann ich dir helfen? Kann ich dich umarmen? Bitte töte mich nicht. Ich wollte dich übrigens romancen. Bitte lieb mich. Also ich war sehr irritiert und auf jeden Fall nicht bereit irgendwie auf das, was da auf mich zukam. I will kill that woman, I swear it. Do not look upon me with scorn in your eyes. Wovon redest du? Es wird alles gut werden. You. It can't be. You're alive? If that is the case, that can only mean you are another Imperial spy. Did you come here to kill me? Answer the question. Natürlich nicht. Aber ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Am I? Yikes. Mein armes Herz. Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber was hast du die letzten 5 Jahre gemacht? I have been dead, more or less. Warum sagst du das? What do you hope to gain asking me that? There are more important matters at hand. Do you not smell them? Filthy rats everywhere. And traces of those who were here long ago. And thieves crawling from the woodwork, attracted by the promise of treasure. Since the monastery fell, order in this area fell right along with it. You must have seen the state of the town near Garrick Mach on your way here. Vile thieves run rampant. They pillage and loot to their heart's content. I must kill them. Every last one. It's time to hunt down their nest. Falls ihr übrigens dachtet, die ganzen Leute, die hier hinkommen, die nicht mehr lebend zurückkommen, werden irgendwie vom Kaiserreich getötet oder von Dieben oder so. Nein. Ein Dimitri reicht auch aus. Was hast du vor? I told you, I will kill them all. Die wir versuchen einfach nur zu überleben. Wir müssen sie nicht töten, um sie aufzuhalten, das stimmt. They must die. Someone must put a stop to this cycle of the strong trampling the weak. Or do you condone their actions? Do you believe that the pillaging and slaughtering those rats live for is justified? It is reprehensible and they must be put down. I intend to give them a taste of the pain they have inflicted on others. Even if it means becoming a rat myself, I swore to at least do that much. I will not let them down. Schaffen wir das? Wobei, es ist Dimitri, aber ich frag trotzdem mal. Doesn't matter. All that matters is killing those who deserve to die. Good work. I should have known to check the monastery. Let's move quickly. Yes, sir. Dimitri, I'm on my way. Oh.
Ich leide jetzt schon. In the Holy Kingdom of Fargus, Imperial Loyalist Cornelia has subdued all regions of the former Royal House of Blathid to prevent further revolt. Prince Dimitri has been sentenced. Now, the backbone of the former kingdom, Houses Gautier and Fraldarius, struggle to continue the resistance. Cornelia, operating out of the royal palace, has accepted the support of the Empire to build an army and plots to wipe out all remaining kingdom forces. In the Lester Alliance, House Regan leads an anti-imperial faction, while House Gloucester directs the Empire's supporters. Despite the undeniable threat of fracture, the Alliance's adept new leader, Claude, deftly maintains the outward appearance of a unified front. In Enbar, the imperial capital of the Adrestian Empire, Emperor Edelgard fights to strengthen her regime. She has extended her reach to the kingdom by inciting a coup and continues to draw its former lords under her influence in pursuit of controlling all of Western Fodlan. In the meantime, the Knights of Serros have been dispatched to find Archbishop Rhea, who remains missing despite their searching. Left unattended, the monastery at Garrig Mach has fallen to ruin and become a haven for thieves. Meine Güte, kriegen wir hier viele Infos auch von allen Seiten. Ich meine, es ist super interessant, aber das Spiel zieht auf jeden Fall ganz schön an ab dem Punkt. Weil plötzlich ist halt einfach alles komplett anders, ne? Man muss sich erstmal wieder zurechtfinden, gerade weil ja Byleth diese 5 Jahre fehlen und sie nicht alles schrittweise mitbekommen hat und jetzt quasi alles auf einmal, ne? Abbekommt. Mal gucken, wo ich gleich lande, dann kann ich vielleicht noch 1, 2 Sachen zu der Szene gerade sagen. Es tut mir leid, dass ich immer so viel dazwischen noch rede. Jagd bei Tagesanbruch. Aber ich habe einfach so viele Anmerkungen. It smells of blood and sewage. Seems I found their nest. What the? Intruders! Protect the goods! Shall we go rat hunting? Don't let a single vermin escape. Ich möchte betonen, dass ich mich damals echt erschrocken habe, warum zur Hölle ich jetzt die Mission bitteschön zu zweit machen soll und mir so dachte, gut, ich meine, Byleth ist recht stark, Dimitri auch, ja, aber ich hatte trotzdem ein bisschen Angst, weil ich mir so dachte, excuse me? Aber dazu gleich. Zu der Szene gerade, was ich super interessant finde, dass gerade die Häuser Gautier, also das von Sylvain und Faldarius ist das von Felix, dass gerade die quasi mir fällt das Wort gerade nicht ein, dass die auf jeden Fall immer noch Widerstand leisten, ne? Finde ich super interessant, dass es gerade die beiden sind. Ansonsten, was die Timeskip-Designs betrifft, bin ich super gespannt, weil ich werde auf jeden Fall zu jedem was sagen, weil sich natürlich jeder in den 5 Jahren verändert hat. Dementsprechend werde ich da mal meine Meinung zu abgeben, wenn wir die Charaktere dann mal zu Gesicht bekommen. Dimitri, wie gesagt, erwartet man halt so überhaupt nicht, aber ich finde, sein Design spiegelt doch einfach so ein bisschen seine seelische Situation ziemlich gut wider. Es ist ihm einfach alles egal. Hauptsache, er kann Edelgard töten. Aber das waren so mit am überraschendsten. Das von Edelgard finde ich eigentlich auch ganz cool, das Design. Ich mag diese Hörner nicht so gerne, die sie hat, aber an sich finde ich das eigentlich auch ziemlich passend für die Kaiserin. Und ich meine, Claude. Ugh. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, vorm Timeskip war das so, ja, Dimitri ist ein Schnittchen. Claude ist vorm Timeskip nicht so mein Fall. Der ist mir zu, das klingt jetzt ein bisschen gemein, es ist nicht so böse gemeint. Der ist mir einfach zu lauchig irgendwie. Ich weiß nicht, so, ich mag seinen Charakter super gerne, aber so rein optisch ist irgendwie nicht so mein Geschmack. Und dann kommt der Timeskip und ich denke mir so, hallo. Puberty done right. Also, ich weiß nicht. Also ich finde, Claudes Design nach dem Timeskip ist so gut. Es tut mir leid.
Eine Sache übrigens noch zu den Timeskip-Designs, bevor ich jetzt gleich loslege. Ich kenne natürlich alle, aber ich kenne nicht die von den DLC-Charakteren. Habe ich mir nicht angeguckt. Ich kenne halt die Designs halt pre-Timeskip und ich kenne die aus Free Hopes, aber ich kenne nicht die Post-Timeskip-Designs hier in Free Houses. Und ich bin super gespannt, wie die aussehen werden. Ich bete zu Gott, dass Yuri immer noch heiß aussieht, sonst bin ich sehr traurig. Mit allem anderen kann ich leben, aber da werde ich sehr traurig sein. Du kommst auch da. Wie stark seid ihr denn eigentlich? 22 ist ja eigentlich, wenn ich da Dimitri hinstelle, wahrscheinlich nicht so das Problem, ne? Also da bin ich mal sehr gespannt. 54 Angriff, Junge! Okay, und 18 Verteidigung, ja. Und Hoher Lord bist du von der Klasse her. Also nicht mehr die Klasse, die ich ihm eigentlich gegeben hatte. Sein Pferd hat er irgendwie, weiß ich nicht, wohin geschmissen. Ich glaube, ich werde aber erstmal hier außen noch bleiben. Und erstmal gucken, wie die sich verhalten. Nee, also ich glaube, Dimitri ist auch so ein Fall, das war ja schon vorm Timeskip so, dass manche Leute ihn wahrscheinlich einfach irgendwie nicht so gut verstehen oder irgendwie mit seinem Charakter nicht so gut klarkommen. Aber er ist halt einfach, wie ich schon erklärt habe, psychisch komplett gebrochen. Das war ja schon vorm Timeskip. Und ihr müsst euch vorstellen, er hat halt sein Königreich verloren, er hat seine ganzen Verbündeten verloren, er ist seit 5 Jahren alleine, ohne irgendwen und kämpft ums Überleben. Dementsprechend, ich glaube, das zeigt einfach ganz gut, was passiert, wenn jemand wirklich eh schon psychisch gebrochen ist und dann überhaupt keine Unterstützung bekommt und um sein Leben kämpfen muss. Dementsprechend kann ich das voll nachvollziehen. Und ich finde, er ist aber nicht so krass abweisend zu Byleth, wie er sein könnte, weil er beantwortet immer noch alle Fragen immerhin und lässt uns an seiner Seite kämpfen. Also, ich glaube nicht, dass er uns hasst, er ist halt einfach nur. Er braucht Hilfe. Und Liebe. Dringend. Er könnte sie umbringen. Ja. Ja. Ich wollte es gerade noch anzweifeln, ob er das wirklich könnte, aber ja. Aber sein Design ist schon sehr speziell natürlich, klar. Aber irgendwie auch sehr stylisch. Sorry. Ah, mein Herz. Könnt ihr euch meine Reaktion vorstellen, als meine arme Mutter gesagt hat, ihre erste Route in Free Houses ist Dimitri und ich mir nur so dachte, viel Spaß. Ihr Kommentar war dann hinterher so, ja, Claude mochte ich schon ein bisschen lieber, der wollte mich nicht immer umbringen. Ich dachte mir nur so, ja, kann ich verstehen. So, dann müssen wir aber, glaube ich, mal aus unserer Ecke leider raus, so langsam. Ach ja, ich habe ja keine Verteidigung. Da war ja was. Ich vergaß. Aber eigentlich können die halt auch alle nicht so viel, ne? Das heißt, ich arbeite mich mal langsam vor. Möchte jetzt nämlich nicht, dass die alle auf mich zugerannt kommen. Dementsprechend schicke ich einfach mal Dimitri vor. Der ist wie so ein Panzer einfach. Ja. Okay. Ist sehr interessant, seine ganzen neuen Crit-Sprüche und Siegessprüche und alles zu hören, weil da haben sich sehr düstere Abgründe aufgetan in seinem Herzen. Formulieren wir das einfach mal so. Aber schön, dass wir schon mal die erste Welle so ganz gut abwehren können. Er könnte eine coolere Lanze gebrauchen, aber er killt auch so alles. Also von allen Leuten, die jetzt hätte kommen können, um mir zu helfen, ist das so ziemlich die Person, die ich am wenigsten sehen wollte, um ehrlich zu sein, aber okay. Besser als nix. I know it's been 5 years, but I never expected the monastery to end up like this. Oh,
leave you in such a long time. I'm so glad to see you're alive. We'll help out from here. It's over, thieves! Why? Why are you here? Ich finde das so cool, dass die da nach und nach auftauchen, weil ich meine, zu zweit wäre es auch ein bisschen heftig gewesen, die Schlacht zu machen. Ich meine, Dimitri hätte wahrscheinlich geregelt, aber, ne? Also schön, dass die nach und nach wirklich alle irgendwie zur Hilfe kommen. Und auch wenn Dimitri das vielleicht aktuell nicht zeigen kann, glaube ich, dass er sich wahrscheinlich doch irgendwo vielleicht auch ein bisschen freut. So, Nummer 1 war, meine Güte, meine Stimme, es ist nur, weil Dimitri mich heute so hasst, deswegen kann ich nicht mehr reden. Nummer 1 ist Ash. Boy. Doch. Kann man machen, das Design, ne? Sieht auf jeden Fall jetzt ein bisschen erwachsener aus, würde ich behaupten. Ich bin sowas von heartbroken, es ist so. Ah, ein Stay Hydrated, das kann ich eventuell gebrauchen. Dankeschön. Nee, Ash ist schon schick. Kann man mal machen vom Design her, auf jeden Fall. Dann kam Mercy. Ich mag ihr Design. Aber ich traure um ihre Haare, weil die so unglaublich fluffy waren. Also ihre Haare waren für mich so das ultimative Hair-Goal einfach. Und hat sie leider abgeschnitten. Aber ich mag das Outfit an sich. Es würde mir besser gefallen, wenn sie die langen Haare noch hätte. Aber ne, an sich ist es schon schick. Und Annette? Ja, hat die Haare jetzt lang und offen. Das ist übrigens auch der Punkt. Ich habe um Konstanz ein bisschen Angst. Harpy und Balto sind mir ja nicht so wichtig, die sind ja nicht in meinem Team. Aber ich habe Angst, dass sie bei Konstanz sich auch einfach dachte. Ne? Sie hatte vorher kurze Haare. Fünf Jahre später geben wir einfach mal so lange Haare. Das wäre so langweilig und ich mag ihre Haare so gerne. Aber Annette steht es auf jeden Fall ganz gut. So, dann gucken wir doch mal hier unten. Du kannst ja einfach von hinten aus angreifen. Dann können wir doch mal alle auch im Kampf sehen, wie die jetzt aussehen, vom Outfit her auch. Wobei, nee, die haben ja die Klassenoutfits. Stimmt. Aber die Frisuren kann man noch mal sehen. Ich finde das auch so super witzig. Ich habe ja schon alle in die Oberstufe gepackt und ich glaube, Jan noch keinen einzigen. Ich glaube, das macht er erst hinterher. Deswegen sind die bei mir natürlich jetzt alle schon ziemlich gut aufgestellt. So, und hier oben, da ist ja auch noch eine Truhe, ne? Zwei Truhen sogar. Da würde ich ja ganz gerne Ash dann hinschicken. Ich nehme mal auch an, dass Yuri, ja, da ist noch eine Truhe. Vier sogar. Nehmen wir mal an, dass Yuri und Konstanz vermutlich nicht hier aufs Feld kommen werden, weil die ja prinzipiell nur DLC-Charaktere sind. Aber du hattest auch eine gute Verteidigung, ne? Dann kann ich dich zumindest mal hier hinschicken. Aber du sollst mir bitte keine Erfahrungspunkte klauen. Könnte ganz gut klappen. Ich könnte auch den direkt mitnehmen. Der andere kommt ja eh auf mich zu. Ja, let's go. Flup. Aber ich meine, es ist natürlich schon so ein kleines bisschen erschlagend, finde ich persönlich, ne? Was jetzt hier alles plötzlich passiert und sich geändert hat. Weil es ist ja wirklich zum einen... Oh, ich wollte den davor angreifen. Naja, gut. Nicht so dramatisch. Ich habe kurz die falsche Waffe genommen. Weil du hast natürlich Byleth, die ja auch überhaupt keine Ahnung hat, was passiert ist. Die bekommt ja jetzt auch erst Aleph auf einmal mit. Genau wie der Spieler quasi. Man ist da so im gleichen Boot irgendwie. Und jeder Charakter hat eine eigene Geschichte. Dimitri, Mercy, Ash und so weiter, was in den 5 Jahren passiert ist. Und das Kaiserreich und das Königreich und die Alliance und Garrick Mark und Rhea ist auch noch irgendwo. Und ne, es ist viel Input auf jeden Fall. Aber irgendwie auch super interessant natürlich. Und deswegen, da lohnt es sich natürlich auch dann, alle drei Routen zu spielen, weil jetzt natürlich plötzlich sich alles komplett aufgespaltet hat. Ein Silberschwert. Nice. Gilbert steht da einfach mal so rum. So. Dann hier auf der anderen Seite hätten wir den Kollegen. Wie weit muss ich mich nach vorne bewegen? Hier reicht, ne? Perfekt.
Annette ist so gut mit ihrer Reichweite. Zum einen ist sie halt beritten, was halt immer sehr praktisch ist. Zum anderen ist ja ihre Reichweite sowieso nochmal wunderbar erhöht. Das ist sehr, sehr angenehm. Ja, gerade in der Phase des Lebens machen halt 4-5 Jahre echt Unterschied. Das stimmt, weil die sind ja alle so, glaube ich, zwischen... Gibt ein paar Ausnahmen. Ich glaube, Lysi ist zum Beispiel 15 oder so. Aber an sich sind, glaube ich, alle so zwischen 17 und, keine Ahnung, 22 gewesen. Wie gesagt, so ein paar Ausnahmen gibt's. Mercy war ja, glaube ich, ein bisschen älter. Ich glaube, die war auch schon 22. Baltus war auch ein bisschen älter. Lysi war ein bisschen jünger. Ne, aber die meisten waren so um die 20 herum, sagen wir mal. Und natürlich, da entwickelt man sich schon noch massiv weiter. Ah ja, nehmen wir den. Und wie gesagt, gerade das kann sich ja keiner vorstellen. Es ist ja wirklich, an einem Tag warst du einfach ganz entspannt in deiner Schule, in deinem Kloster, hast da Unterricht gehabt, hast mit deinen Freunden Zeit verbracht, ne? Alles wie immer irgendwie. Ja, stellen wir dich mal hier hin zum Anlocken. Und am nächsten Tag erfährst du, dass quasi eine deiner Klassenkameradinnen eigentlich böse ist und plötzlich der ganzen Welt oder dem ganzen Land den Krieg erklärt hat und dann wird plötzlich dein Kloster angegriffen und deine Professorin, die dir doch ziemlich nahe steht, ist plötzlich tot irgendwie und deine Heimat wird zerstört, du wirst weggejagt, du bist plötzlich auf dich allein gestellt, deine Freunde sind überall verstreut. Also es ist halt, kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das von heute auf morgen einfach ist, wenn du alles verlierst irgendwie und sich alles ändert. Und ich glaube, es kommt halt immer so auf den Charakter an, ne? Es gibt ein paar, für die hat sich wahrscheinlich einfach alles verändert. Ash, Mercy, Annette. Und es gibt eben auch welche wie Dimitri, die einfach wirklich legitim alles verloren haben. Und das erklärt dann natürlich auch die Charakterveränderung. So. Arbeiten wir uns mal hier oben weiter nach vorne. Er hat leider so ein bisschen die Arschkarte, dass er mit Gilbert unterwegs ist. Und dann kam die Feuernation und alles änderte sich. Oh, nice. Es ist ja wirklich so. Wobei, du kannst die Tür einfach selber aufmachen. Mach mal einmal auf. Flupp. So. Wie ist es eigentlich leveltechnisch? Du hast 30, du hast 27. Ups. Aber du kommst da gerade auch nicht dran. Also ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich so ab der nächsten Schlacht, wenn ich dann auch wieder von vornherein meine Startformation habe, gucken, dass ich da so ein bisschen auf die Level achte. Ich weiß gar nicht, ob die sich geändert haben mit den Timekeeper oder ob die gleichen Level sind wie vorher. Weiß ich gerade gar nicht. Ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall können wir dann demnächst wieder anfangen, vernünftig zu leveln. Würde das spoilern, wenn ich frage, wie das auf Edelgards Route jetzt ist? Also ich sag mal so, die Story des Spiels ist ja immer gleich. Also du hast ja wirklich eine Geschichte, die du aus drei Perspektiven siehst, irgendwo. Logischerweise, wie sich dann alles entwickelt und wie das am Ende ausgeht, ist natürlich schon davon abhängig, auf welcher Seite du stehst, klar. Ne, aber so die Grundsituation ist halt immer die gleiche. Das heißt im Prinzip, wenn du Edelgards Route spielst, dann, ne, stehst du auf der Seite, die jetzt Krieg erklärt hat, ja. Weil ja quasi auch bis zum Timeskip alles gleich ist. Was halt super interessant ist, dass es so eine Seite gibt, die hier wirklich spielbar ist. Aber da unten könnte ich den anlocken mit 22. Du hast ja auch schon Level 33. Meine Güte. Also ich habe das Spiel ja prinzipiell selber zweimal gespielt ursprünglich. Bedeutet, ich habe halt Blue Lions gespielt und danach noch Golden Deer. Und Jan hatte halt parallel, als ich dann Blue Lions gespielt habe, die Black Eagles gespielt. Was halt super spannend war, müsst ihr euch vorstellen. Also Blue Lions und Black Eagles parallel und wir haben dann quasi immer gegenseitig zugeguckt, ist natürlich super interessant. Gerade weil Dimitri und Edelgard solche Gegenstücke sind. Und dann haben wir halt nochmal, also ich habe Golden Deer gespielt und Jan hat nochmal die
zweite Variante der Edelgard-Route gespielt. Da gibt es ja auch nochmal einen Punkt, wo man ein bisschen auseinandergehen kann tatsächlich. Oh, nice! The monastery has become a nest of thieves. Professor, you're alive after all. But first things first, let's defeat these thieves. I'll lend a hand. We'll catch up later. Listen up. We must end this quickly. Bin schon dabei. Auf jeden Fall habe ich das Spiel zweimal gespielt, zweimal gesehen und jetzt quasi dann noch ein insgesamt fünftes Mal, sag ich mal. Also ich glaube, ich bin da auch schon... Das reicht noch nicht mal. Ganz gut mit dabei. So, gucken wir uns aber erstmal kurz die Designs an. Seid ihr alle hier oben gespawnt? Ja, ne? Ingrid! Mochte ich vorher tatsächlich lieber. Sieht mir hier irgendwie viel zu brav aus. Aber es ist immerhin besser als der Design in Three Hopes. Das hasse ich. Leider. Es sieht aus, als wenn ihr die Haare im Dunkeln geschnitten worden wären. Hier finde ich es okay, aber ich fand es vorher mit dem geflochtenen Zöpfchen schon schöner auf jeden Fall. Sylvain? Ja. 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 Felix? Ja. Also Felix sieht auch schon sehr nett aus. Definitiv. So. Dann gucken wir erstmal hier weiter. Mercy ist jetzt leider so ein bisschen zurückgefallen, aber das passt schon. Nehmen wir erstmal hier die Mitte, dann können wir uns hier vielleicht auch so ein bisschen sammeln direkt. Nummer 1. Genau das. I'll use this power. Annette? Ach, Annette kommt hier gar nicht so gut durch, wahrscheinlich wegen dem Gebüsch. Aber Annette kann halt auch trotzdem einfach den hier rausnehmen. It had to be done. Ich möchte halt auch eigentlich gar nicht zu sehr auf die Designs von Three Hopes eingehen. Na, einfach auch aus Spoilerschutzgründen. Wobei, ich sag mal so, als Three Hopes angekündigt wurde, haben die halt alle Designs gezeigt aus dem Spiel und auch nach und nach auf Twitter gepackt und so, also an sich, ne? Aber es hat ja nichts mit dem Spiel hier jetzt zu tun oder mit diesem Playthrough. Deswegen will ich da jetzt auch nicht dauernd erzählen, ja, in Three Hopes sieht er so aus und so aus und so aus. Aber manchmal bietet es sich einfach an. Und so manchmal freue ich mich dann auch, wenn ich vielleicht in Three Hopes ein Design nicht so gerne mochte, dann hier eins zu sehen, was mir halt besser gefällt. Aber ich glaube, Gilbert muss jetzt doch mal einmal hier ein bisschen mithelfen, weil Ashley nämlich nicht one-hitten kann. Na, kommst du von hier aus auch dran, ne? Ja, dann können wir die nämlich schon mal besiegen. I won't falter. Bernie, ich finde generell, dass Felix jemand ist, der von Three Hopes extrem profitiert hat. Generell haben viele Charaktere profitiert, weil du natürlich einfach die Möglichkeit hast, mehr Supports mit den Charakteren reinzupacken. Du kannst mehr über die Backstory von den Charakteren erzählen, weil du hast letztendlich noch ein komplettes, ja, neues Spiel, sag ich mal. Wo du halt die Möglichkeit hast, wie gesagt, die Geschichte von den Charakteren zu erzählen. Über deren Familie, über deren Vergangenheit. Ne? Oh, schön. Ich weiß, wer gleich seine Klasse wechseln darf. Ne, du hast natürlich einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten, dass man die Charaktere besser kennenlernt, ganz klar. Dementsprechend finde ich, wenn man jetzt nicht gerade dieses Warriors-Kampfsystem so gar nicht mag, dass sich Three Hopes alleine halt für die Story und die Supports und die Hintergrundinfos auf jeden Fall lohnt. Aber abseits davon, finde ich, gibt es halt auch ein paar Charaktere, denen halt wirklich Three Hopes extrem gut getan hat. Und Felix ist einer davon. Weil ich finde, dass Felix hier in Three Houses 80% seiner Supports sind halt echt böse. Finde ich. Also er ist echt oftmals nicht nett. Und
Free Hopes ist für mich so ein bisschen der, aua, fast schon der Redemption-Arc, weil er da wirklich richtig gute Supports hat. Der hat viel Schaden gemacht, der Junge. Gut. Man könnte meinen, ich habe noch nie Fire Emblem gespielt. Fairerweise, ich habe nicht nachgerechnet im Vorfeld, aber ich ging davon aus, weil die alle so wenig Schaden machen, dass jeder halt einen Schlag aushält. Moment. Nee, das war einfach ein Assassine, der so unglaublich viel Schaden gemacht hat. Ich glaube, hier müsste okay sein. Also wie gesagt, ich ging davon aus, ja komm, die machen ja alle nicht so viel Schaden. Dann kann ich auch Ash reinstellen. Ne? Der hat 14 Verteidigung, aber gut. Wir können Ash wohl nicht reinstellen. Dann schicken wir Ash doch mal nach hier unten erstmal, dass dem nichts passiert. Gilbert ist ja halbwegs safe. Der wird zwar gedoppelt. Aber an sich hat er ja genug Verteidigung. Der hat 29 Verteidigung. Das heißt, du bekommst 6 Schaden mal 2 vermutlich. Sind 12 und dann nochmal sind 24. Du hast aber 61 KP. Das heißt, ich kann ihn bis nach hier unten schicken. Mercy kann im nächsten Zug heilen und dann passt das wieder. Das ist übrigens auch so ein bisschen der Fluch davon, wenn man nur auf normal spielt. Klingt jetzt erstmal seltsam. Aber ich finde, wenn du ein Fire Emblem Spiel spielst, dann ist der Anfang schon manchmal ein bisschen knackig, unabhängig davon, auf welcher Schwierigkeit du spielst. Deine Charaktere, die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, sehr oft anfangs einfach keinen Schaden machen. Also unabhängig davon, ob ich jetzt wirklich... Wobei, behalt du ruhig mal... Luin. Unabhängig davon, ob du jetzt Awakening spielst oder Fates oder halt Three Houses oder was auch immer. Ich finde, am Anfang hast du halt wenig Charaktere, die tatsächlich mal jemanden one-hitten können oder so. Du musst halt wirklich Teamarbeit leisten sehr oft und dann machst du so 2, 3, 4, 5 Schaden. Ne, also der Anfang ist schon manchmal ein bisschen mühselig. Haben wir hier auch gesehen. Ingrid zum Beispiel hat am Anfang einfach gar nichts gemacht. Also legitim nichts. Das war schon nicht so leicht, die wirklich auf ein Niveau zu kriegen, wo sie eigenständig sehr gut kämpfen kann. Und irgendwann kommt der Punkt, wenn du auch mal ein bisschen die Erfahrungspunkte besser verteilt hast. Okay. Oder wenn du auch mal ein bisschen trainieren konntest, bessere Waffen hast, bessere Klassen. Und dann wird es schlagartig sehr viel leichter. Auf normal definitiv und selbst auf schwer eigentlich, ne? Also das geht dann doch recht fix. Greifen wir dich mal direkt an. Das haben wir ja auch gesehen, als ich zum Beispiel vor einiger Zeit Fire Emblem Awakening gespielt habe im Stream auf schwer. Das ist übrigens der Grund, Fun Fact, warum ich Three Houses nicht auf schwer spielen wollte. Zum einen, weil ich ja natürlich mit Jan zusammen das Projekt mache. Das heißt, ich mache die eine Route, Jan die andere. Und Jan hatte gesagt, klassisch auf jeden Fall. Was, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich klassisch genommen hätte. Aber dann wiederum mit dem göttlichen Puls ist es ja schon fast wie Anfängermodus. Und er hat dann gesagt, normal ist eigentlich ausreichend. Und ich wollte aber schwer auch nicht unbedingt, weil ich gemerkt habe, als ich Awakening auf schwer im Stream gemacht habe, wie lange das teilweise gedauert hat und wie oft ich mich eigentlich damit rumgequält habe an manchen Stellen. Dementsprechend war ich da gar nicht so scharf drauf, dann Three Houses tatsächlich auf schwer zu spielen, weil das, wie gesagt, teilweise schon lang gedauert hatte im Stream für die Schlachten, wenn ich dann teilweise eine Stunde oder so gebraucht habe und die Verstärkung ist dann teilweise gespawnt und konnte sich sofort bewegen. Dann haben sie mir auch teilweise Charaktere gekillt. Ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ich habe auf Anfänger gespielt, glaube ich, aber es war trotzdem unangenehm. Ne, das war alles so, weiß ich nicht. Und deswegen dachte ich mir so, Three Houses bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so scharf drauf, da tatsächlich dann auch auf schwer zu spielen. Ich glaube, normal reicht.
Und da ist es halt wirklich so, ab einem bestimmten Punkt ist das Spiel halt einfach recht leicht, würde ich behaupten. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich zum Beispiel Fates Let's Played habe. Ich habe ja damals Noah auf normal gespielt und danach Hoshido auf schwer. Und du hast den Unterschied total gemerkt. Ich habe bei Hoshido immer so viel länger überlegen müssen und rechnen müssen. Ich stand da teilweise eine halbe Stunde. Bleib du erstmal hier. Und war nur am Rechnen und am Gucken und am Machen. Und da kam so viel Verstärkung und da waren so viele Berserker im Endgame, die mich critten konnten. Ne? Also, da hat man schon einen riesigen Unterschied gemerkt. Und dementsprechend finde ich halt wirklich auf normal, an einem bestimmten Punkt ist es eigentlich irgendwie geschenkt. Und, das war meine ursprüngliche Aussage, dementsprechend, glaube ich, lehnt man sich halt manchmal so ein bisschen zurück, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Und wird dann vielleicht auch so ein bisschen leichtsinnig und rechnet vielleicht auch nicht mehr nach, ne? Und das ist halt zum Beispiel der Grund, ich bleibe jetzt erstmal hier, will erstmal alle so ein bisschen auf einen Knubbel kriegen. Das ist jetzt, glaube ich, auch der Grund, warum ich bei Ash zum Beispiel nicht gerechnet habe, weil ich mir dachte, ja komm, der überlebt eh alles. Ist ja nur auf normal, ne? Auf schwer hätte ich wahrscheinlich nachgerechnet.